Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sitze ich hier wieder in der St. Kilian Brennerei. Neben mir Mario Rudolph, der Brennereimeister und ja auch Auswähler für die Whiskys. Und wir haben heute den zweiten Whisky aus der St. Kilian Brennerei. Und dazu können Sie vielleicht ein paar Takte sagen. Ja, was ganz Spezielles. Es handelt sich um eine milde Rezeptur, also einen ungetorften Whisky, der aber in einem getorften Fass reifen durfte, also ein Ex-Eiler-Fass nennen wir das Ganze jetzt mal, ohne die Brennerei zu nennen. Also ja, Eiler ist ja jeden Begriff, die Insel für die Peatheads. Und da haben wir eben ein Fass ergattert und da durfte ein milder Whisky in einem raurigen Fass reifen und das ist daraus geworden. Ja, ich durfte vorher mir aus einem Set von Proben auswählen und da bin ich einmal bei diesem Spätburgunder-Reifungsfass hängen geblieben, den es bei uns auch im Shopsystem gibt. Und als zweites bei dieser Reifung in diesem ehemaligen Eiler-Fass von einem sehr rauchigen Whisky aus Eiler. Also kann man auch eher sagen, Eilers Südküste, gibt es immer noch mehrere von. Und da bin ich dann hängen geblieben wegen der gewissen Komplexität, die noch dazugekommen ist. Und ja, in diesem Fall 63,7%, sehe ich das richtig? 63,2%. Und am 13.07.2016 gebrannt und am 26.08.2019 in die Flasche gefüllt, also etwas über 3 Jahre. Und ja, was mir ganz toll gefällt, in der Form der Brennblasen. Und die Brennblasen sind ja, den Originalbrennblasen von St. Kilian nachempfunden. Genau. Und das ist das Tolle bei St. Kilian. Wir haben hier wirkliche schottische Brennblasen, die in Schottland gefertigt wurden von dem schottischen Brennblasenproduzenten Richard Forsyth. Und die wurden hier nach Deutschland hier in den östlichen Odenwald, das ist Oberfranken. Den bayerischen Odenwald sagen wir gerne, ja. Da ist der bayerische Teil, ist noch Unterfranken. Ja. Unterfranken, genau. Das ist auch. Ja. Okay, ja, ja, natürlich. So. Und den haben wir abfüllen lassen, extra für uns, für whisky.de. Wir haben also hier auch unseren Aufkleber drauf. Wird, ja, mit, wie viele Flaschen haben wir daraus bekommen? Ungefähr, steht nicht drauf. Die Flaschenanzahl steht gar nicht drauf. Nein, es waren um die 500 Flaschen. Um die 500 Flaschen. Und da muss man sich also dran halten, um, ja, vor Weihnachten, würde ich mal sagen, könnte die Sache vielleicht schon zu Ende sein. Ja. So, ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Malz und zum Fass selber. Ja, gern. Also ungetorfte Rezeptur. Wir haben ja also unser Standardmalz, das Pilsner Malz. Das Malz, wo auch, sagen wir, der Bierbrauer in Deutschland überwiegend nutzt, genommen. Das heißt, hier haben wir überhaupt keinen Raucheinfluss. Das Fass an sich ist ein American Standard Barrel gewesen, 190 Liter Fass, wie es typischerweise auch auf der Insel, auf Eilach benutzt wird. Und das durfte eben mehrere Jahre dann quasi schon mal einen Eiler Whisky erfahren. Wurde natürlich dann damit imprägniert, wenn man so will. Mhm. Und das Aroma durften wir dann mit unserem milden New Make, der reingefüllt wurde, dann wieder extrahieren. Mhm. Das ist im Endeffekt die Vorbelegung, die uns hier den Charakter gibt. Das ist jetzt ein Second Fill, wenn man so will. Das heißt, First Fill war American Bourbon. Genau. Und Second Fill war dann auf Eiler. Und wir leben jetzt davon, dass wir ja in den Poren ungefähr, ich sag mal, einige Liter, 2 Liter vielleicht von diesem extrem rauchigen Whisky haben, der sich dann über die Jahre der Reifung hier mit vermischt und diese leichte Kante dem Whisky noch gibt. Ja. Wer also jetzt sagt, oh, rauchigen Whisky mag ich überhaupt nicht. Ich hatte ihn vorprobiert. Er ist nicht so stinkig wie so diese Eilers, sondern ich fand ihn einfach etwas komplexer und jetzt ist er final abgefüllt und jetzt haben wir hier neutrale Umgebung. Jetzt schauen wir mal, was da rausgekommen ist. Und er hat nicht viel verloren an Alkohol, das wollte ich noch dazu sagen. Wenn man hier mit 63,5 abgefüllt, mit 63,2. Das heißt 61,2, oder? Das 63,2. Wow, und der hat nicht viel verloren, das kommt auch vor. Das hat auch was mit der Höhe der Lagerung im Fasslager selbst zu tun. Aber natürlich auch mit dem Fass. Wie viel saugt es auf? Das Fass war ja schon mal voll gewesen, da ist weniger reingezogen.
und erstaunlich fast kein Alkohol in der Nase. Mhm. Also natürlich beim zweiten, dritten Mal hat man den Alkohol in der Nase, aber ja, er ist so, der ist super eingebunden, ja, Wahnsinn. Also. Und rauchig. Wow. Er ist rauchig, ja. Er ist rauchig, ja. Sagenhaft. Eher rauchig, weniger torfig? Also torfig auch, aber also es ist ein Raucharoma. Für mich ist es so, ich mache ja zwischen Rauch, oder für mich ist ein Whisky nie torfig. Mhm. Also man kann ihn höchstens, er kann höchstens getorft sein, aber Torf, wenn man ihn riecht, riecht nach nichts. Torf riecht nach gar nichts. Riecht nach gar nichts. Erst wenn er brennt. Erst, wenn er brennt. Und deshalb versuche ich zu unterscheiden nach medizinisch, ja, und nach rauchig, wie, ja, Lagerfeuer oder das so. Kann man sagen, genau. Und ich habe, nee, die medizinische Note habe ich nicht. Da kommt dann die Fruchtnote. Da kommt der St. Kilian-Charakter ein bisschen durch. Ja, da kommt genau ein bisschen schon. Ein leichter Apfel. Aber ich bin erstaunt so, wenn ich jetzt sagen sollte, wie viel. Für mich sind das 5, 7 ppm. Das ist erstaunlich viel. Ja, das Fass hat immer noch richtig Charakter gehabt, hat es ja abgegeben. Also das ist schon phänomenal. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen überraschend. Also ja. So, 63,2. Schauen wir mal. Also bei mir ist ein bisschen viel reingekommen. Der Alkohol ist wirklich gut eingebunden. Ne? Also wenn man überlegt, dass das Fass jetzt mit Bourbon, das war mit Whisky belegt und wahrscheinlich auch nicht nur einmal war das mit Islay Whisky belegt, dann hat das schon viel. Wenn ich mir anschaue, was er für eine Farbe ist, der ist ja nicht gefärbt. Ja. Der ist also wunderbar toll golden. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass der öfter als einmal vorher. Ja, also so ausgelaugt war es nicht. Es gibt noch gut was ab. Ja? Ja, jetzt mit ein bisschen Wasser. Ich bin jetzt vielleicht auf 42, 44 runter. Jetzt wird er richtig fruchtig mit der leichten Kopfnote mit dem Rauch. Aber die Würzigkeit vom Fass, die wir bei den Spätburgunder haben, die habe ich nicht. Die haben wir nicht, nein. Die haben wir nicht. Da haben wir einen deutlichen Unterschied. Ja, wollen wir? Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt kommt das Fass und ich dachte, als ich so drauf gefüllt habe, jetzt habe ich ihn verwässert. Boah, der Feuer. Man darf ihn nicht nur riechen, man muss ihn in den Mund nehmen. Boah. Ist ja Wahnsinn, ja. Der hat Kraft. Okay. Ich glaube, Sie haben auch ein bisschen weniger Wasser genommen als ich. Hier ist momentan richtig warm, ne? Und bei uns steht schon der Schweiß auf der Stirn. Das also ist nicht wegen den Kameras, nee, nein. Absolut. Man erwartet jetzt eigentlich nicht so viel Rauch, wie der, was man dann im Mund hat. Ne? Ja, also, genau. Und ich sehe es auch im Mund, ich spüre es auch im Mund, genau. Ich spüre den Rauch auch im Mund. Und das ist Rauch, das ist so ein bisschen die Ascherichtung, so Asche, ja. Lagerfeuer. So. Also ich bin ein Rauchkritiker, insofern, dass ich sage, ich komme bis zu euren Rauchleveln, die ihr hier verwendet. Es gibt also auch rauchige Whiskys bei St. Kilian, haben wir auch bei uns im Shopsystem verfügbar. Die sind dann mit 45, 50, maximal 52 ppm, was ich vorhin gehört habe, was angeliefert wird, ja, produziert. Das ist mein Limit. Wenn es dann raufgeht, so auf die 100 oder so, dann ist für mich, wow, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das machen wir auch. Ja. Also ich bin auch froh, wenn wir da vielleicht überzeugen können. Dann, ja, wir lieben das. Ja. Wir lieben das Aroma. Wir lieben die Vielfalt. Ja. Deswegen machen wir das auch. Hm? Süffig. Und vor allem hat man zwar den Rauch im Abgang, aber ich würde mich trotzdem noch trauen, anschließend einen anderen Whisky zu probieren. Weil wenn man diese extrem rauchigen hat, braucht man nachher mit dem normalen nicht mehr anzufangen. Das ist hier kein Problem. Das ist hier kein Problem. Ja. Das ist gut eingebunden und selbst für einen Einsteiger, denke ich mal, was man probieren kann. Ja, also harmonisch bloß bitte nicht mit den 63,2, sondern bitte runter. Und damit, das ist eine 0,5 Liter Flasche. Und wenn man dann hier entsprechend Wasser zusetzt, kommt man hier auf auf 0,7, vielleicht sogar auf 0,9 oder so. So viel verträgt der dann schon an zugesetztem stillen Wasser. Ne? Sagenhaft. Toll. Und ihr hier reduziert, wenn der Whisky ist auf Trinkstärke reduziert, mit eurem hiesigen Wasser, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Das, weil ihr auch an der Brennerei hier abfüllt. Das geht also nicht irgendwo zu einer. Alles hier vor Ort. Sondern alles hier vor Ort. Ja. Und vor allem, ihr produziert sehr viel für deutsche Verhältnisse. Ihr dürftet wahrscheinlich die größte deutsche Whiskybrennerei oder Single Malt Whiskybrennerei sein. Und das dann hier noch vor Ort mit dem örtlichen Wasser. Und schottischem Equipment hier in Deutschland. Ja, absolut. Das ist es, ne?
und fränkischem Malz, ja, wenn es in dem ungetauften Bereich ist. Mhm. Also ist auch ein regionales Produkt. Und genau, und das rauchige Malz, was wir jetzt hier nicht vorhaben, also das ist in dem anderen Whisky drin, den Sie bei uns im Shopsystem finden, dann bezieht er das rauchige Malz aus Schottland, dann kommt hier ein britischer LKW. Genau, also immer tolle Dialekte, die wir hier vorfinden auf dem Hof, ne? Also der schottische Dialekt, wir lieben ihn. Mal vom Fränkischen abgesehen. Ja, genau, es ist auch speziell, der bayerische Odenwald hat seinen eigenen Dialekt und die Verständigung macht dann Spaß. Also, aber ja klar, von Glen-Esk Maltings in den, gehört zu der Highlands, Hillside, die Kornkammer von Schottland und ganz tolle Qualitäten und haben einen guten Partner gefunden in Schottland, der uns dann eben das schottische Peated Malt verkauft hat. Ja. Da werden wir dann demnächst mal zu Hause wieder einen probieren. Ich hatte auch schon einen. Ja, ich hatte einen. Genau. Tja, so, wunderbar. Ja, super. Hat mir toll gefallen. Herzlichen Dank für das Führen durch die Produktion von diesem Whisky. Wir hatten auch eine tolle Führung durch die Brennerei. Gibt es auch schon ein Video davon? Mein Sohn war ja da, hat das Whisky-Fass, das lebende Whisky-Fass hier sich befüllen lassen mit Glasscheiben vorne und hinten, wo man dann bei uns auf, wie heißt das, Whisky Vision TV, kann man sich einen Short, einen Zeitrafferfilm anschauen, der das Whisky-Fass die Farbe an den Whisky abgibt. Und das ist auch mit St. Kilian Whisky befüllt. So, wunderbar. Herzlichen Dank nochmal. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.